Komisch, du bist ein gemischter Trupp, aber du hast keine Fähigkeiten gekriegt. Wahrscheinlich, weil ich Impffähigkeiten mit normalen gemischt habe jetzt. So, ich rüste mal alle Leute nebenbei mal so mit Rüstungen aus, damit sie länger leben. Auch wenn das jetzt gerade meine Materialien leer frisst. Aber weshalb so wild. Ich kann ja jederzeit neue Materialien aus Pilzen erschaffen. So, letzter Trupp zum Essen abkommandieren, bitte. Währenddessen wird für die alle die Rüstung abgegradet. Sehr schön. Befreie den Oculus, bevor Shonen sich dazu entschließt, ihn zu töten. Also hier läuft schon mal kein Timer. Also denke ich mal, hoffe ich mal, dass... das irgendwie klappt. So. Jetzt lassen wir mal eine böse Überraschung auf sie los. Oder auch nicht. Die böse Überraschung geht ja auf uns los. Was ich nicht ganz so toll finde. I've spoken a bit more with those dust-brained dwarf things and made them believe that King Shonan is their creator. They have offered to join us if we help them take their vengeance. I love it when a plan comes together. I'm walking and that thing, I believe it's an abomination egg. If I remember correctly, abominations scatter their eggs about to lessen the risk of losing them all. Find more of them and I'll come up with a way to make them hatch. Ah ja, für neue Truppen. Gut. Meine Squads sind übrigens wieder alle geheilt, Gott sei Dank. Here I go again. Oh, how tedious. I have wings, don't I? So, da müssen wir jetzt hier lang weiter, denke ich mal. Obwohl, hier oben waren wir schon. Yep. Wir könnten hier rum. Hier rum waren wir nicht. Ah, hier lang erstmal. Das sieht nach einer Falle aus. Deswegen gehen wir unten lang. Ist da eins von den Eiern oder ist... Da ist auf jeden Fall eins von den Eiern. Aber ich glaube, da kommen wir nicht so einfach rein. Ah doch. Wir müssen nur die Zwerge hier loswerden. Immer aufpassen, dass unsere Truppen in Ordnung sind. Sind sie aber bis jetzt noch. Und jo. Wir können schon mal noch weitere Sachen freischalten, merke ich gerade. Ah, das mit dem Trank nicht so wirklich. Sparen wir lieber... Oh, wir haben den Punkt noch für die Steinhaut. So, jetzt die Scheusale flicken. Sieht ganz okay aus mit den Truppen. Tod, Tod am totesten. Jo. Finde ich auch toll. Da ist das Questing. Ich würde fast schon mal vorschlagen, wir porten uns mal hier hin. Gucken da hoch. Dann schicken wir alle Trupps mal wieder zum Essen rüber. Demnächst dürften ja wahrscheinlich mal wieder Leitern und so auftauchen.
Die nehmen schon mal recht viel Schaden durch meinen Blitz. Hm. 150 für die nächste. 150 für das nächste Squad. Dafür bräuchte ich erstmal noch zwei Schatzkammern mindestens. Oder Schatzgruben. Mhm. Jupp. 50 Schätze. Und ja, das war das, was ich meinte. Neue Leitern. Wo ist die zweite? Ach, da hinten. So. Ihr könnt essen gehen. Squad 2 fehlt noch. Das muss ich hierher rufen. Unser Plus der Zwerg ist nix, hä? Ja, die sind immer super aggressiv, die Zwerge. Ich mag sie jedenfalls als Einheit ziemlich. Auch wenn ich sie jetzt das erste Mal sehe. Ich mag halt Zwerge. Auch wenn es dunkle Zwerge sind. So, noch den letzten Trupp zum Essen schicken. Wir können mal wieder Pilze in Materialien umwandeln. Kostet ja nur Mana. Überfälle brauchen wir zurzeit keine mehr machen. Hm? Helden töten. Können wir noch Überfall? Ja, wir könnten noch Überfallerfolge machen. Dungeon Stufe 10. Hey, töten, hätte extrahieren. Hm. Gut, wir sind wieder alle auf dem Damm. Würde ich fast sagen, hierhin. Hier können wir nämlich das Vieh befreien. Komm, Ball noch. Okay, ein Okubulus ist gefallen. Da ist noch aber noch einer. Das sind interessante Viecher. Den porten wir zur Sicherheit mal hier rüber. Dann kann er da trainieren. Und wir zermürben hier die Zwerge, die ihn töten wollten. So, Missionsziel erreicht. Da geradeaus wäre wahrscheinlich... Hm. Okay, wir müssen uns hier rüber porten. Ups. Direkt in der Falle rein. Und den Gegner. War jetzt vielleicht nicht so das Idealste. Neue kostenlose Einheiten. Wow, sehr viele kostenlose Einheiten. Vor allem ziemlich viele Schamanen. Aber ja, meine Truppen sind alle drei voll. Deswegen schicke ich die einfach mal zum Trainieren hier rüber.
Hier ist der Berserker. Wo ist der Heiler? Oh, der ist wieder da oben. Der Priester. Oh. Die haben einen Soldaten verloren. Das ändern wir gleich mal. Das war Squad 3. So. Wie sieht es mit der Rage aus? Ja, die liegt noch über 51%. Da ist kaputt. Und hier ist das letzte Ei. Gut. Eine neue kostenlose Einheit. Und wieder ein Schamane. Und wir haben einen Schaman verloren. Die übrigens noch gar keine Rüstung gekriegt haben. So. Der Raum ist gesichert. Von da aus kommen wir in den Thronsaal. Aber ich würde sagen, bevor wir uns dort rumkloppen zur Sicherheit, geht's für alle nochmal ans Futtern. So. Dann kann ich jetzt neue Einheiten hier beschwören. Nein, noch nicht. Ich habe nämlich noch nicht die Hexenmeisterin freigeschalten. So. Die ist freigeschalten, jetzt fehlt. Oh, wir kriegen sogar gleich eine. Dann geh mal trainieren. So, dem Oculus könnten wir theoretisch eine Rüstung geben, aber das lassen wir mal. Wir wandeln lieber mal wieder Pilze in Materialien um. Wir könnten nicht mal genug Materialien ansammeln für weitere Schatzhorte. Oh, der sieht sehr schön gefüllt aus mittlerweile. Ihr Essen. Euch kann ich leider nicht befehlen, weil die Küche besetzt ist. Die streichelten Schädel übrigens. Sehr interessante Nicht-Imp-Einheiten, die wir hier haben. Mit was greift sie an? Wirft sie den Schädel? Nein, sie haut mit... Was haut sie zu? Mit ihren Krallen? Ja, die hat keine Ahnung von Pediküre. Maniküre, Entschuldigung. Interessante neue Einheiten. Also ja, ist cool, dass wir kostenlose Einheiten kriegen können. Macht das Spiel fast schon ein bisschen zu einfach. Ich meine, ich ersetze dann einfach meine Einheiten durch kostenlose. Ich muss ja nicht unbedingt auf die Boni-Dinger hier achten seitlich. Ich muss nur gucken, dass meine Armee ordentlich schlagkräftig ist. Es nervt mich trotzdem irgendwie, dass keine Helden kommen. Also da muss ich bei Gelegenheit mal nachgucken, ob ich irgendwas falsch eingestellt habe. Eat, sleep, slaughter. Eat, sleep, slaughter. I was afraid of this. This ancient portal won't open unless you know the right password. Here we go again. Now where would one find it? The only place it comes to mind is the ruin of an old dwarven shrine that King Shonan mentioned while we were heaving wine around the fire last week. The ruin lies not far from here. Apparently, a group of peace-seeking goblin shamans has settled there, claiming the ruin to be some kind of greenskin monument. Go there, find the password, and teach those shamans what happens to the peace-seekers of this world. You're getting on my nerves. Okay, wir müssen auf eine öffentliche Mission wahrscheinlich, oder? Jo. Ah, schicken wir mal Trupp 3 los.